Null. Hallo. Hallo. Das ist Crash. Immer noch. Ups. Sollt ihr Jasmin probieren? Soll's Schnauze Jasmin voll. probieren? Wieso steht's jetzt plötzlich wieder auf Englisch und da verstehe ich nicht. Ja, immer Englisch. Ach so. Darn you, Crash Bandicoot. Okay. Ach, weißt du, was ist? Was ist? Nee, Schmarrn. Was? Was? Ich habe mich mitten in der PlayStation Jenny. umgestellt. Das kann schon sein, weil am Anfang war es auf Deutsch. Oh Mann! Ja, also ich kann es übersetzen. Stirb, Crash Bandicoot. Hahaha. Nee, ich habe, glaube ich, habe Injustice gespielt und dachte, man könnte die Sprache da im Spiel nicht umstellen, geht aber sehr wohl und habe dann vermutlich doppelt gemoppelt auch nochmal im System die Sprache auf Englisch umgestellt. Oha. Und jetzt habt ihr den Salat. Oh shit, das war zu dumm. Oh. Ärgerlich. Das ist. Vor allem das Ding ist, ich bin viel zu groß im Vordergrund, weil dann sieht man Ja. das kaum. Es wäre besser, wenn ich weiter weglaufen könnte. Ich dachte aber auch, dass es bei der PlayStation 1 so gewesen wäre, dass man da ein bisschen weiter Ja. weg ist. So ist es halt eher wie Resident Evil 6. Jetzt geh zur Seite, du fette Sau. Ich sehe nicht zum Spiel. Für Resident Evil war das Problem, dass sie so, wie sagt man, Muskelfett waren. Also so fette Muskeln hatten. Ja, ich kenne das Problem. Das kenne ich auch. Ich kenne es mehr als du. Ich kenn's noch viel mehr, weil ich habe echt viel Muskeln. Ich habe auch verdammt viel Speck. Oh Mann! Aber Aber ist irgendwie haben sie es okay. trotzdem noch eine Maske gegeben. Give me one more mask. Ja, mach halt zwei hintereinander, Mensch. Ich sehe halt null. Sehr gut. Es schießt ja gleich in dieser fiesen Barrage, oder? Oh ja, klar, das schießt halt nach hinten, weißt du? Sehr gut. Was macht er jetzt? Ach so. What? Ja, das ist bestimmt noch nicht vorbei, oder? Oder doch? Aber krass gut. Oder doch? Sehr gut. Danke! Hehehehe. Ist am Ende zwar etwas antiklimatisch, aber. Warum? Ja, weil er halt einfach dann so. Zu. Oh, wieso brennt der denn jetzt auch? Hallo, Schnecke. Ich übersetze kurz. Juhe. Ist das nicht irgendwie komisch, weil die bestimmt 20 Jahre älter ist als er? Naja. Und viel größer. Ach, das war's jetzt. Hä? Also ist das Kind nie geschafft? Doch, aber ich dachte, das wäre viel krasser. Wie meinst Der du? war jetzt leichter als den wir davor hatten. Naja. Scheiße, jetzt sind wir aber in der unangenehmen Situation, wie wir noch voll viel von der Können wir Folge jetzt haben. hier einfach über den Abspann drüber schwatzen. Jasmin, war es für dich die Reise zurück in die Kindheit, die du dir immer gewünscht hast? Dass wir auch über all Skiing. deine sonstigen Themenfelder aus der Kindheit sprechen konnten? Oder gibt es noch irgendwas, was Ich finde, unbeantwortet blieb? wir haben noch voll viel aus meiner Kindheit rausgelassen. Was denn? Voll viel, das erzähle ich jetzt nicht alles. Doch, wir haben so Aber viel Zeit. wollen wir nicht einfach schon mal vom nächsten Level zumindest das starten? Weil das habe ich noch nie gesehen. Was? Ne, von dem zweiten Teil. Wenn wir einen zweiten Teil spielen, dann würde ich ein eigenes Video dazu machen. Das wäre voll komisch, wenn die Leute dann den zweiten Teil Crash sehen wollen und dann ist es am Ende von dem Ende vom ersten Teil mit drin. Also wenn, würde ich das als eigenes machen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mit Crash in meiner Kindheit nichts zu tun gehabt und mir hat das jetzt nicht viel gegeben. Also ich verstehe nicht so ganz, was der, wo der Hype herkommt. Ich kann es natürlich total nachvollziehen.
wenn man das als Kind gespielt hat, dass man da halt voll geflasht ist davon. Yeah. Aber es kommt mir nicht so vor, als hätte ich dadurch jetzt irgendwie einen wichtigen Teil Videospielgeschichte verpasst, den ich jetzt nachhole und jetzt sich total viel erschließt, warum bestimmte Sachen sind, wie sie sind. Dafür, sorry, hat sich nicht zu sehr weggerockt. Ja, tja. Jetzt sag halt auch mal was für Crash. Nö, ich mag das Spiel schon, aber ich hatte es tatsächlich... Hat es besser in Erinnerung? Was heißt besser, aber ich... Hat das jetzt so ein bisschen deine Kindheitserinnerung zerstört dadurch? Nö, gar nicht. Und es in eine realistischere Perspektive gesetzt? Nein, gar nicht. Das war damals auch nicht. Ich hatte halt einfach... das war ja nur ein Spiel von vielen. Ich habe ja voll viele andere Spiele gespielt. Die mache ich ja auch noch alle kaputt. Ja, also Need for Speed fand ich cool. Dann hat mich ja netterweise... Für mich hat sich das Let's Play schon dahingehend gelohnt, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Spiel, was ich suche, Poi Poi ist. Mhm. Das hat mir schon voll weitergeholfen. Das habe ich gern gespielt. Dann, was gab's noch? Spyro. Ja, GTA 2, genau, Spyro. Was hatten wir denn noch? War das ein PC? Theme Hospital oder so? Das gab's auf jeden Fall für PC. Ich weiß nicht, ob es nicht auch für die PlayStation gab. Ich dachte, das gab's auch für die PlayStation. Das haben wir noch viel gespielt. Ja, Crash natürlich. Genau, Spyro hast du schon erwähnt, das habe ich noch gespielt. Tekken. Oh ja, das ist auch geil. Zum Beispiel sowas denke ich jetzt auch, wenn du jetzt Tekken auftreiben könntest, würde ich das auch voll geil finden, aber wenn man spielt, dann vielleicht nicht mehr so. Ja, ja. Aber das ist halt einfach, weiß nicht, da bin ich früher mal zu meiner besten Freundin rüber und haben ja Tekken gespielt. Auch irgendwie komisch. Das war dann ihr sollt mit Barbie-Puppen spielen. Ja. Und euch die Haare flechten und über Jungs schnattern. Tekken 3 gespielt und Käse gegessen. Das war halt Hier gibt es noch so ein verstörendes Video von mir, wo sie mich dann filmt. Nee, ich film sie, genau. Und dann holt sie so ein Emmentaler am Stück raus und haut da drauf. So ein ganz frisches Stück Emmentaler. Ja, so läuft also die Kindheit in Baden-Württemberg ab. Schön Käse war's. Im Stück essen und Tekken zocken. Ich habe, glaube ich, nie Käse im Stück so als Snack verputzt. Ich finde das voll geil. Ja, das klingt gut. Das war echt aber geil. Auch ein bisschen eklig. Wir waren aber ganz schön dicke Kinder. Also von dem her, leichtfüßig waren wir da nicht unterwegs. Ja, tja. Arsches. Wir hatten halt Brüder. Da lernst du es. Ich war ja früher, ich habe ja nicht nur gespielt, ich war ja mal draußen. Was? Wie so ein Loser oder was? Wie so ein Loser. Ein Sportloser. Jetzt warten wir echt noch alles ab, oder was? Wir wissen, ob da noch was kommt. Natürlich wollen wir ja auch die vielen Menschen... Ehren, indem wir einfach, ohne sie vorzulesen und drüber hinweg labern, die hier eingeblendet werden. Und hey, Tim Turner, hast gut gemacht. Gucken, was da noch kommt am Schluss. Vielleicht kommt ja, vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil. Rebecca Yates, ich hatte schon die Brille ab. Marketing. Ich glaube, ich drücke jetzt einmal auf X und schaue, ob da was passiert. Sag mal. Nothing's happening. Ich kann skippen. Soll ich skippen? Hä, hatte ich doch eh vor. Ich skippe jetzt. Jetzt und noch ein Level. Nee, jetzt müssen wir halt noch alle Kisten einsammeln, um alle Kristalle zu holen, um diesen einen blöden, diese Brücke zu bauen. Mhm. Brücke was zu wir bauen. Garantiert machen werden. Ja, das lädt ganz schön lang. Wieso warst du nicht bei der Arbeit? Hä? Ja, weil ich die Kristalle eingesammelt habe. Was denn? Guckst? Ja, wie komme ich jetzt? Was denn? Wieso? Ich will doch jetzt zurückgehen, wo man die Spiele auswählen kann. Dann musst du halt ins Main Menu zurück. Jetzt gucken wir uns nochmal alle. Ah. So was? Okay. Ein Edelstein von. Okay, ganz schön schlecht. Naja. Zeig mal nochmal, wo die andere Insel aufgehört hat. Ich muss einfach ganz zum. Guck mal, da hätten wir hochgehen können. Schau mal, da ist ein verstecktes Level. Wo? Da und drüber. Ja, hätte man irgendwie einen anderen Ausweg aus dem Level gebraucht. Nach oben kann ich nicht gehen. Ja, drück mal. Der muss das Level ja nochmal machen. Muss man dann wohl irgendwie einen geheimen Ausweg finden. So, das ist die dritte Insel. Ja, das dann war die zweite. Wie ich es null gecheckt habe, wann wir auf die zweite Insel gewechselt sind. Ich muss dann aber noch 1000 Mal korrigieren, ne? Ja,
Habe ich aber auch verdient. Ja, andererseits, es geht auch round and round and round it goes. Und hier ist die erste. Das war eigentlich schon nach dieser... Das ist der Boss gewesen, der war der. Und dann kam hier diese Hogwild, also diese... Verfolgungsjagd, genau. Und hier hat alles angefangen. Crazy. So ist es. Das war Crash Bandicoot Insane Trilogy erster Insane. Teil. Eventuell spielen wir Teil 2 auch noch. Also ich will schon, also ich mache jetzt vielleicht Versprechungen, weil du ja wieder mitmachen musst, aber ich würde schon gerne Teil 2 noch spielen. Ja, schauen wir mal, wo dazu kommen. Und vielleicht jetzt nicht gleich nächste Woche oder so. Also ich hab schon gesagt, ich habe am Montag heute Zeit und am Dienstag nicht. Und am Wochenende bin ich ja auch nicht da. Eben, also wird es vermutlich jetzt ein bisschen dauern, bis es da weitergeht, aber... Ich würde auch mal interessieren, wie das Echo da draußen ist. Sollen wir überhaupt den zweiten Teil auch noch spielen? Hat euch das getaugt oder nicht? Wenn ihr sagt, das ist genug. Leute, Crash, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt wie heute, dann zeigt mir das doch mal mit einem Daumen nach oben. Oder weil dann merke ich das ja auch. Mit einer kleinen Geldspende, vielleicht einfach so einen Koffer. Kommentiert doch einfach mit... Comment, Favo, Abo, Like, Forward, NT. Kommentiert doch einfach mit Baby Forever, weil dann weiß ich, dass ihr das wirklich bis zu Ende geguckt habt. Und am Schluss gibt es auch noch einen Gewinner. Also wir überblenden jetzt einfach schwarz und da steht zwar dran, dass das Video beendet ist, aber bleibt einfach noch bis zum Schluss dran, weil euch erwartet dann ein iPhone. Aber die Gewinner werden irgendwie nie genannt. Keine Ahnung, ein bisschen strange, aber wenn euch das nichts ausmacht, dass die Gewinner nie veröffentlicht werden, dann bleibt einfach dran. Ja. Kommentiert Baby Forever, liked und empfehlt uns weiter. Tschüssi. Tschüss.